Hallo und willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 17. Ja, wir machen mal hier fröhlich weiter. Problem der letzten Tage, warum ich nichts hochgeladen habe, war, ich habe keine Zeit. Könnte es sogar sein, dass ich sogar noch eine Folge auf der Festplatte liegen habe. Das weiß ich aber nicht. Falls doch, kommt die hier halt später. Und ja, apropos Festplatte, da ist mir auch eine abgeschmiert. Das ist sehr schön. Na gut, ganz abgeschmiert ist er noch nicht. Ich kann auch noch drauf zugreifen und die Daten runternehmen. Aber wenn ich halt ein Spiel spiele, was halt auf der Festplatte liegt, dann gibt das hier die megamäßigen Ruckler. Ist ein bisschen komisch. Aber es liegt auf jeden Fall an der Festplatte, weil sobald ich es auf eine andere verschiebe, geht's wieder völlig normal. Ja, weil ich den LS jetzt halt eben auf die andere Festplatte installiert habe, muss ich die Konsole wieder neu aktivieren. Gut, spielen wir halt heute mal ohne. Was gab's noch zu tun? Gedüngt ist alles. Zumindest in erster Instanz. Dann müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Sämaschine fertig ist. Wir können mal gucken, wo der Hochdruckreiniger steht. Das kann man auch hier gucken. Oh, da stand doch, wir haben einen. Wir haben auch einen in der Bibliothek, also in der Garage, aber ich wüsste gern, wo der ist. Rumzuirren bringt ja auch nicht viel. Was hier vorne steht, kann ich mir nicht vorstellen. Ne, da steht der Vierhänger. Das blaue ist, glaube ich, ein Wasserfass. Apropos Vierhänger. Was fehlt ihnen denn? Erdfrüchte. Und Wasser könnten sie scheinbar auch mehr haben. Gucken wir mal nach. Wasser, Körnermais, Gerste. Ich jetzt gerade. Das Zeug rankarren können wir auch mit dem hier. Tatsächlich hat das, glaube ich, hier sogar. Naja, nicht unbedingt. Ich dachte schon, es hätte auch die hier behoben. Aber bei der letzten Aufnahme bestand das Problem ja noch nicht. Nehmen wir mal wieder das eigene Radio. Oh, dann nehmen wir auch mal einen anderen Track. Keine Ahnung. Was
Was hatten wir denn so vom Gefühl her noch nicht? Kennen tun wir eigentlich alle. Nehmen wir einfach den hier. Ach, das Arbeitslicht funktioniert aber mal wieder. Vorher wurde der Lichtkegel ja nicht mehr größer. Ja, auf sammeln. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, alles gemacht. Einmal wieder hier in die Halle rein. Können wir für den hier eine Feldmission machen? 18 Minuten. Hier kriegen wir nicht für den hier drüben. Das ist, glaube ich, dasselbe. 11 Minuten. Den Deutschen wollen dich jetzt nicht unbedingt. So lange. Wie lange braucht der hier noch? 1, 2, 3, 4 Bahnen. Können wir auch mal gucken. Feld 10. Zwar am Arsch der Map, aber man kann ja trotzdem mal eine Feldmission machen.
Eine größere Saatmaschine wird es wohl hier nicht geben. Warten wir mal auf eine gute Kombi. 700 Vario. Gewicht brauchen wir nicht. Das ist der LS. Spielt das leider für Seen an sich keine Rolle, weil hochgehen tut er nicht vorne. So, dann fahren wir hier mal das Feld runter. Steht das Gewicht, da vorne ist eine Sägemühle, Stand ein Sommel. Wieder rum. Mal sehen, dass ich das jetzt Wochenende noch ein paar Folgen aufnehme. Nächste Woche bin ich nämlich nicht da. Bin ich zugange in der deutschen Hauptstadt und treibe da mein Unwesen, aber da habe ich dann keine Zeit zum Aufnehmen. Von daher, wenn man das über das Wochenende nochmal so ein, zwei Folgen kriegt, ist auch nicht schlecht. Also nächste Woche wenigstens ein bisschen was. Die Woche war halt zeitlich schlecht, da hatte ich gar keine Zeit. Vor 8 war ich eh nie zu Hause. Also zu Hause schon mal Mittagessen oder so, aber nicht richtig zu Hause, das mal aufnehmen oder hochladen kann. So. Einmal den ganzen Spaß von der anderen Seite. Ich freue mich persönlich ja irgendwie auf Catland Crops. Ich weiß auch nicht, das sieht eigentlich bis jetzt so, was ich so gesehen habe, sehr vernünftig aus. Noch mehr freue ich mich auf die Reaktion von Giants. Aber andererseits zu Catland Crops, ich sag vorher auch dazu, ich will gerne mal sehen, wie das läuft. Weil mir sieht das fast ein bisschen zu gut aus. Jetzt ein Autosave, wenn das fertige Spiel vernünftig läuft.
noch so aussieht, dann wäre alles Premium. Weil sowas wie dieses Cursplay, was ich hier betreibe, das ist das schon so. Na, es ist im Spiel mit drin, aber den genauen Umfang davon weiß ich noch nicht, inwiefern das da drin ist. Einer Fendt 716 Vario. Unser 700er ist fertig. Was heißt, wenn wir die Feldmission hier abgeschlossen haben, was jetzt hier in der nächsten Reihe jeden Moment der Fall sein sollte, dann so, haben wir es geschafft. 2000 haben wir dafür gekriegt. Besser als nix. Ist fertig, dann können wir die Zeit vorspulen. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal wieder pflügen. Pflügen notwendigst ja an. Ich fahre auch gerade falsch. Schon um die 30 Folgen auf der Map und er kennt immer noch den Weg nicht. So, fahren wir wieder bei den Schweinen vorbei. Parken sich ja hier. Doch. Stellen wir die Sämaschine denn am besten hin? Hier vors Mähwerk rein. Das musste mitgedreht werden. Das ging gar nicht anders. Das war alles geplant. Und wir fahren mal eben unter den Unterstand hier. Hinter unseren JCB. So, und jetzt können wir vorspulen. Immer mal ein bisschen. Jetzt könnten wir eigentlich, glaube ich, schon die zweite Düngestufe ausbringen. Erstmal mal einen Düngestreuer voll. Ja, ich sollte auch drauf wechseln, da macht er auch voll.
wieder ein Autosave. Oh, wir fahren uns gerade immer tiefer in den Bankrott. Aber den Schweinen geht's gut, die haben sich nämlich schon ordentlich vermehrt. Könnte man da eventuell mal ein paar von verticken. Er fährt schon schnell. Mais haben sogar keinen mehr. Kriegen wir 750 für. Naja. Ich will jetzt auch nicht so viel verkaufen. Das sollen ja ruhig mehr werden. Aber einen Hänger von können wir mal wegfahren. Wieder zurück zum Tierhändler. Den kann ich mittlerweile schon nicht mehr hören. Nehmen wir noch den hier. Ja, drüber stört keinen. Schauen wir mal, wie viel wird ein voller Hänger kosten. Naja, gut. Wir sind aber für die Folge auch fertig. Von daher verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.